Okay, du hörst mich, alles ist gut, alles ist top, alles ist nice. Yes, Sir. Gut, dann würde ich sagen, betrachten wir dein wunderschönes, verzerrtes, fast schon Mark Zuckerberg-Gesicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Shoot and Loot. Zusammen mit mir und mit Matze. Guten Tag. Moin. Und mir fällt gerade auf, wir haben die Hälfte der Ausrüstung nicht dabei. Aber ist egal, wir sind Profis. Also, basically, wir Okay. haben halt nur einmal alles dabei. Also, du kriegst halt einfach nichts. So, also, pass auf, Matze. Wir Belastend. sind keine Geisterjäger. Dafür sind wir nicht cool genug. Wir sind die Leute, wir haben einen Auftrag. Wir kriegen einen Auftrag hier. In irgendeinem Haus spukt es. Wir gehen da rein und finden raus, was für eine Art Geist es ist. Und wenn wir dann wissen, was für eine Art Geist es ist, okay, wenn wir rausgefunden, wenn wir die Hinweise analysiert haben, wenn wir dann wissen, was für ein Geist da drin ist, was machen wir dann? Wir fangen den Geist. Nein, dann gehen wir nach Hause und werden bezahlt. Wow. Das war's. Wow. Also, legit, wir Okay. finden nur raus, was für ein Geist es ist und sterben vielleicht dabei. Aber, Okay. weil wir jagen den nicht, das machen die Ghostbusters, da sind wir nicht qualifiziert genug. Okay, also du siehst hier ungefähr, hier ist unser Truck. Siehst du diese Uhrzeit da oben, also diesen Timer? Sobald wir die Tür aufmachen, rennt dieser Timer los. Wenn der Timer vorbei ist, ist quasi unsere Vorbereitungszeit vorbei und dann wird der Geist aktiv. Heißt, davor ist Okay. alles safe, davor ist das Haus ruhig, da können wir machen, was wir wollen. So, hier hast du einen Plan vom Haus. Von oben. Das Grüne ist die. Was ist das Grüne? Doch, das Grüne ist die Haustür. Das Rote sind Fenster. Ist an sich eigentlich egal, aber ja. Hier ist dann immer markiert, wer von uns gerade wo ist. Hier kannst du auch umschalten zwischen den. Hier Stockwerken. ist der Keller, genau. Ah Aber ja. eigentlich ist am relevantesten nur das Erdgeschoss in dem Fall, weil der Keller da ist nur. Du siehst, hier ist der Sicherungskasten. Heißt, wenn der Geist den Strom ausmacht, müssen wir da hin und das wieder anschalten. So. Genau, dann haben wir hier unten haben wir unsere Sanity-Wert. Das bedeutet, wie Ah, nah der ist davor falsch. wir sind, einen psychischen Zusammenbruch zu kriegen. Wenn wir einen psychischen Zusammenbruch kriegen, wenn es auf 5 oder 10 oder niedriger ist, dann ist der Geist schlimmer. Quasi, dann ist alles schlimmer, weil wir wahnsinnig sind und halt empfindlicher. Das passiert aber nicht so schnell. Also keine Sorge, da muss schon echt viel passieren in deiner Gegenwart, dass die so weit runtergeht. Ah Falls ja, die zu wie weit zum Beispiel runtergeht. Blitz, alles klar. Deine Sanity ist schon 2% runter. Was hast du gemacht? Gar Meine nichts. auch. Was habe ich gemacht? Ja, Egal. ich So. sage Hier haben ja. wir, das ist eine der wichtigsten Sachen hier. Das ist das Aktivitätsniveau von dem Geist. Wenn das also über 5, aber eigentlich so 7 oder höher ist, dann ist er gerade auf der Jagd. Also das bedeutet, er erscheint gerade in seiner physischen Form und will uns finden und jagen und töten. Heißt, wenn einer von uns gerade drin ist und das Ding geht auf 10 und du das siehst, sofort melden, sofort warnen, wenn die Aktivität höher geht, dann gefährlich. Kann man So. dann einfach wegrennen, oder was? Dann musst du wegrennen, weil sonst kriegt er dich. Also, was du machst, das Ding ist, es gab sehr, 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 sehr viele Updates in dem Spiel. Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, ob das alles aktuell ist, was ich sage, weil das war damals so. Aber normal ist es so, entweder, also früher konntest du dich in der Ecke verkriechen, dich an die Ecke setzen, auf den Boden gucken und einfach einmümmeln, hat funktioniert, aber ich glaube, mittlerweile musst du in einen Schrank oder so gehen und die Tür zumachen. Und dich da dann hinknien und dich nicht bewegen, Okay. Lichter aus und halt, du bist nicht da. Licht aus, auf den Bin Boden gar nicht gucken, da. Schranktür zu. Wenn ich Ich ihn nicht sehe, glaube, sieht er mich nicht. Wenn ich ihn nicht genau. sehe, sieht er Das mich Ding ist, ich nicht. weiß nicht, ich glaube, in diesem Schwierigkeitsgrad ist es nicht so. Zumindest war es damals so, aber in höheren Schwierigkeitsgraden hat der Geist deine Tür aufgemacht und du musstest die zuhalten oder wieder selber Oh zumachen. mein Gott. Aber ich weiß nicht, also entweder, also früher war das nur auf den höheren Leveln, jetzt nicht. So. Nur falls die Tür aufgeht, weißt du, machst einfach wieder zu. So. Genau, hier haben wir den Schlüssel zum Haus. Hier, warte mal. Also wenn du übrigens, wenn du hier drückst, dann wird sofort der LKW zugemacht und wir fahren wieder weg. Heißt, auch wenn wir den Geist noch gar nicht haben, wird dann quasi das Level abgeschlossen. Das heißt, wir können jederzeit sagen, okay, nee, ich habe keinen Bock mehr, wir fahren jetzt. Aber dann kriegen wir halt kein Okay. Geld. Kriegen wir halt kein Geld. Das So. ist gut. Genau, also bevor du hier drückst, wenn wir hier drücken, geht die Mission los, dann startet Timer. So, wir haben jetzt hier unser Equip. Jeder kann aktuell drei Sachen gleichzeitig halten. Ich kann cheaten, weil ich habe zwei Hände. Heißt, ich kann zwei Sachen an meinem Gürtel tragen und zwei Sachen in der Hand. Heißt, ich kann vier Sachen tragen. Ah ja. Ding ist halt, ich sehe gerade, wir haben halt nichts Nützliches dabei. Obwohl, wir haben eine Kamera.
Genau, also unser Job ist es, wenn du mal J drückst, dann hast du dein Journal. Y. Y meinst du? Nee, J. Okay, früher war es J. Ja, ist J. So. Siehst du das hier bei mir, das Journal? Genau. Ja, ich hab's da auch in der Hand, oder? Ja, also bei mir nicht, aber das ist für dich eingenannt. So, du hast hier auf der rechten, also links hast du die ganzen Sachen, hier Inhalt, alles mögliche, Gegenstände, ein paar Erklärungssachen, Fotos, wenn wir welche machen. Rechts hast du dann Beweise. Da müssen wir sagen, okay, wenn wir was gefunden haben, das ist zwar nicht immer 100% verlässlich, aber wenn wir irgendwas sicher wissen, okay, wir hatten jetzt Level 5 EMF, klickst du das an und dann sagst du, okay, dann sagt er dir unten, welche Geister das sein können mit diesen Beweisen. Und dann im Best Case, wenn wir uns nicht geirrt haben, haben wir hier dann drei Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, Geisterorb, Geisterbuch und EMF, dann kann es gar nichts sein, toll. Und sagen wir Geisterorbs. So, dann sagt das Buch, es kann nur noch eine Mär sein, dann loggen wir die Mär ein, geben das Ding ab und am Schluss heißt es dann, es war wirklich eine Mär, es war keine Mär und dann kriegen wir je nachdem mehr oder weniger Geld. Ah, und das war's eigentlich schon, genau. Das, und es ist, ich find's voll interessant, dass da auch so japanische Namen halt auch drin sind. Das sind alle Geisterarten, die es so bekannt gibt. Onis, Jurais. Jurais sind ultra mies. Also die Dinger sind unfassbar furchtbar. Also bete, dass wir keine Jurai, keine Banshee, keinen Dämon und keinen Raiju kriegen. Weil die sind aktiv, aggressiv, blutdurstig und mordlustig. Ja, nice. Also die Jurais sind so die Jumpscare-Hurensöhne. Die will keiner haben. Cool. Am gechillsten sind Phantome und Gespenster, weil die hinterlassen nur Fußspuren und Fingerabdrücke und so. Aber basically, ich sag mal so, also falls sich nichts geändert hat, zu meiner Zeit war jeder Geist einfach nur, die haben alle gleich ausgesehen. Ach so. Egal, okay, also wir haben jetzt hier immer unsere Hauptquest. Das sind unsere Hauptquests an diesem Ding. Wie lange sind wir schon in der Aufnahme? wir sind schon 7 Minuten. 6 Minuten drin. Okay, ja, muss ja auch sein, ne? So, also, hier. Reagiert auf Einzelpersonen. Heißt, dieser Geist wird nur aktiv, wenn jemand alleine ist. Perfekt fürs Tutorial. Heißt, wenn wir zu zweit sind, wird dieser Geist wahrscheinlich nichts tun. Oder halt nicht jagen oder was weiß ich. Also jagen schon, aber halt nicht auf Antworten geben oder nicht mit dir sprechen oder kommunizieren oder so. So, woher hast du die Info jetzt bekommen? Das steht hier. Achso, okay, das reagiert ist auf festgelegt. Einzelpersonen. Der Name des Geistes ist Larry Huntley. Wenn du den Namen sagst, wird er aktiv oder sauer, je nach Im Geist. Im Spiel. Ja, mit Voice Chat. Heißt, wenn du willst, dass er irgendwas tut, weil wir einen Beweis für irgendwas brauchen, musst du den Namen zum Beispiel sagen oder irgendwie sagen, gib uns ein Zeichen oder irgendwas oder so. Aber provozier den nicht, weil wenn du den Namen spammst, wird er ultra sauer. Okay. So, also wir haben hier unsere Hauptaufgaben. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Wir haben keine Räucherstäbchen, das ist gut. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Das ist gut. Okay. Ja, können wir halt nicht machen. Und Nummer 3, finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Und Hauptziel natürlich wie immer, finde raus, was es für ein Geist ist. Dann nimm. Okay, was willst du denn machen? Oder was willst du nicht machen? Taschenlampe. Das ist die UV-Taschenlampe. Damit ja, findest du Fingerabdrücke und Wichsflecken. Ja, mach ich. Okay. Dann nehme ich die normale Lichttaschenlampe, damit ich was sehe. Und ich nehme noch das Geisterbuch. Und die Videokamera. So, dann nimmst du den Fotoapparat. Kamera, ja. Wenn du den Geist siehst, mach ein Foto. Wenn du stirbst, ist egal, mach ein Foto. Wie kann ich? Du nimmst die Kamera raus und machst ein Foto. Nicht. Ah ja. Vorsicht, aber die hat nur 5 Fotos, ne? Oder 3. Ah ja. Also, ja. Dann nimmst du noch den EMF-Reader. Mit Klick. Linksklick. Oder rechtsklick, linksklick. Ja, das ist halt gerade schwarz. Ich weiß nicht, muss ich die noch anschalten oder so? Ja, mit E. Wie? Meistens. Oder C. Geht nicht. C. F, nee. Keine Ahnung. Probier raus. F. G ist so wegwerfen, glaube ich. Wink. Genau, so. Problem ist jetzt, das Wichtigste von allen haben wir nicht dabei. Das ist ein Thermometer. Weil wir finden. Thermometer, wow. Das Ding, du musst den Raum von dem Geist finden. Der hat immer einen Heimatraum sozusagen. Und den findest du dadurch, weil der kälter ist als alle anderen. Aber wir haben kein Thermometer. Okay. Heißt, du nimmst jetzt den EMF-Reader und wir hoffen, dass wir irgendwie, also wir hoffen, dass es ein Geist ist mit Gefriertemperaturen, weil dann siehst du deinen Atem und wir hoffen einfach, dass das dann klappt. Geht nicht. Ja, tu die Kamera weg. Ah ja.
So, bist du bereit? Übrigens, hier noch, wir haben hier noch den PC. An der Maus kannst du die Kameras wechseln. Wir haben jetzt nur eine. Und an der Tastatur kannst du Nachtsicht an- und ausmachen. Wichtig, bei der Nachtsicht, da siehst du Geisterorbs. Heißt, wir werden die Kamera hier drinnen aufstellen in einem Raum und dann Nachtsicht anmachen. Und wenn wir dann da so kleine Kügelchen im Raum rumfliegen sehen, ist das ein Beweis, das sind Geisterorbs. So, ich kann jetzt zum Beispiel die... Wie mache ich die okay. an? Okay. Wie mache ich die... Wie mache ich die an? Aha, okay. Ich hab's langsam verstanden. Aber irgendwie ich kann die nicht an. Kannst du die Kamera anmachen? Ach, wir sind, ja, wir sind im Truck. Never mind, vergiss es. Ach so. Genau, ich mache jetzt an. Okay, bist du bereit? Ja. Du hast drei Sachen dabei. UV, EMF und Kamera. Ja. Okay, so. Genau, jetzt sollte ich die Kamera auch anmachen können. Zeit läuft doch nicht. Ja, wenn wir denn das Haus aufgesperrt haben wahrscheinlich. Hast du den Schlüssel? Ah ne, dann haben wir automatisch. Du hattest den Schlüssel, genau. So laut, Alter. Weil ich muss ein bisschen leiser machen, ich krieg sonst einen Herzinfarkt. Oh mein Gott, es ist so dunkel. Ja, wir sind auch draußen. Wo ist das Haus? Da. Siehst du das Haus? Hier. Was zur Hölle? Alter. Okay, ich weiß, was du meinst. Saudunkel. Okay, ich muss mich jetzt auch ordentlich hinsetzen, weil sonst sehe ich gar nichts. Ja. Ah, okay. Habe ich eine normale Leuchte? Na, okay. So, und auch nicht mit der Taschenlampe flackern, weil das mögen Geister auch nicht. So, ich habe jetzt die Kamera hier. Wenn du in irgendeinem Raum, also erstmal rumgehen, alle Räume gucken. Wenn du siehst, dass du was ausatmest, so, es ist hell, es ist kalt, so, dass du so einen Eisatem hast, dann merk dir den Raum und dann wissen wir, dass das wahrscheinlich der Raum von dem Geist ist. Ja. Und machen nichts kaputt. Das ist, hier sind irgendwelche... ich habe was lachen gehört. Gehört. Hast du den Sound laut genug? Du brauchst wirklich einen lauten Sound, das sind wichtige Geräusche, ne? Wenn du irgendwas rumliegst, was verdächtig, zum Beispiel einen Knochen oder sowas, dann mach ein Foto davon und dann nimm ihn mit. Da ist ein Bild von jemandem. Das ist egal, das ist fucking Abraham Lincoln oder so, keine Ahnung. Oh. Hat er die Haustür zugemacht? Nee. Nein. Okay, geh. Erster Stock. Erster Stock. Ah, hier ist ein Schlüssel, Matze, hier ist ein Schlüssel. Nimmst du den bitte mit? Weil ich muss cheaten, ich habe beide Hände voll. Kannst du den mitnehmen? Geht das? Nee. Okay, schade. Dann... Doch, jetzt habe ich ihn. Muss da richtig genau zielen mit dem Ding. Ja. Hier ist ein... Alter, ich komme gar nicht klar, Mann, es ist so dunkel. Ja. Hast du deine Taschenlampe? Drück T. Okay. Ah, Matze. Was? Hier, Handabdruck, leuchten, ja, siehst du's? Ja, seh ich, ja. Mach ja. Foto davon. Wie mach ich Foto? Ich gib mir die Lampe. Nein! Ja, mit der UV-Lampe, du Keck. Gib mir die UV-Lampe. Nee, ich geb dir die Kamera. Hab dir die Kamera gegeben. Ja, wo? Digga, ich hab die... Ja. Ja, okay. So, dann leucht mit der UV-Lampe. Leucht an den Schrank. Ich seh halt gar nichts. Ah, hier, okay. Klick. Perfekt. Wo ist meine Taschenlampe? Hier, okay. Meine Kamera. So. Die hab ich da hingeworfen. Boden liegt die irgendwo. Ist jetzt die Kamera weg, oder? Ist nicht dein Ernst. Ja, scroll mal durch, vielleicht hast du sie automatisch eingesammelt. Nee. Geht nicht. Jetzt ist die Kamera einfach weg. Ja, gut. Dann haben wir keine Kamera mehr. Auch gut. Ich hab das sie da reingeworfen. Oh! Das hat schon wieder gelacht. Das hörst du doch, als ob du das nicht hörst. Nein, ich höre das wirklich nicht. Verarscht mich doch. Okay, dann haben wir nämlich schon den ersten Beweis. Geh mal in dein Buch und... In dein Buch. Und mach als Beweis Fingerabdrücke. Da liegt eine Kamera. Das ist eine Videokamera, das ist meine. Ja, die habe ich jetzt aufgehoben. Ja. Penner. Die müssen wir platzieren irgendwo. Ah! Oh Gott, Alter. What the fuck, jetzt hab ich's grad gehört. Ah, du Scheiße, Alter, ich hab, voll durch mein Ohr geflogen. Junge. Okay. Ich hasse die Türen in dem Game in VR.
Mein Gott. Matze? Was? Was? Ich habe eine Tasse nach dir geworfen. Okay. Ja, du hast das Türsystem verstanden. Kann dir Licht anschalten? Echt? Ja, manche Geister mögen das nicht, also. Ja, ich mache alle Lichter an, du. Kannst, denn, ja, gut. Oh, da. Lol. Licht! Geil, Alter! Da hat eine Tür geknarzt, irgendwo im Haus. Das habe ich gehört, ja. Da hat jemand eine Tür benutzt. Warum muss ich eigentlich vorgehen? Nicht? Lass mal rausgehen. Ich glaube, wir sind schon echt lang drin. Wir müssen gehen mal raus und schauen, was abgeht. Die Tür war vorher nicht offen. Scheißdreck. Bin halt komplett lost, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Komm her, Matze, hier. Ich leuchte hier unten. Tschüss. Nee. Oi, das okay. Ist laut. Oh, Alter, guck mal hier. Aktivität. Wir waren drin. Der war da, als. Der war auf 2. Ist nicht viel, aber. Junge, ich hasse es, Sachen in die Hand zu nehmen. Das ist so. Die Videokamera ist jetzt einfach gone, oder was? Nein, die ist hier. Die ist wieder hier. Leute, schau mal. Die ist resettet? Die ist respawned. Wo ist die Videokamera? Da. Die Videokamera. Foto, das Video, die du gesnackt hast. Hier. Ja, danke. Was ist die das? Fotokamera ist jetzt wieder an der Wand. Dann nehme ich die wieder. Ja. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, übrigens, doch, also, falls, es gibt eine Art von Geist. Ich glaube, das war ein Poltergeist. Nee, ein Phantom. Wenn du ein Foto von dem machst, verschwindet der. Also, es ist quasi Instant-Kill. Der kommt da zwar wieder nach einer Zeit, aber wenn er dich jagt, wenn du ein Foto von mir machst, verschwindet der. Weil das ist seine Schwachstelle. Von dir? Nein, von dem Geist. Wenn der physisch auf dich zukommt und es ein Phantom ist, zufälligerweise. Machst ein Foto und wenn er dann verschwindet, wissen wir, es ist ein Phantom. Verstehe. Ja, okay, wir haben halt jetzt leider keine Raumtemperatur, ist der Scheiß. Was ist das? Was ist das? Handgranate. Walkie-Talkie. Hand in das Stream. Ja, nee, das ist ein Sensor. Ich glaube, das ist ein Bewegungssensor. Ja. Weißt du, was mich so abfuckt? Ich kann halt nichts davon halten, weil ich muss die Taschenlampe. Okay, warte. Tu das UV-Licht weg. Wir wissen, wir haben Fingerabdrücke. Das brauchen wir nicht mehr. Dann nimmst du stattdessen den Sensor hier. Hä? Okay. Wo ist der? Da am Boden. Wie alle. Gut, dann geben wir. Ja, nein. Du hast das verloren. Was? Ah, nee. Toll. Okay. Ich hab's am Gürtel. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Oh Gott, ich hasse das. Vor allem so Sachen, die im Ohr auf einmal sind, das ist furchtbar. Weil in VR hast du halt wirklich diese speziellen Dinger, dass es halt wirklich in dein Ohr reinkommt quasi. Du spürst es fast schon. Das ist. Aha. Junge, ich schwitze gerade schon so unnormal. Die Wede. Das Ding ist, ich kann hier schon. Oh, Matze. Matze, es ist kalt. Ich hab einen kalten Atem. Wir haben den Raum. In den Raum. Es ist hier. Oh. Was piept, Matze? Wie viel? Das war mein. 3. Wie viel? 3. Okay. Ja. Ist okay. So, der Ding ist platziert. Die Kamera. Geisterbuch. Kriegt er hier. Was ist denn ein Geisterbuch, bitte? Ja, da schreibt er vielleicht rein. Kannst du im Voice-Chat mal sagen, schreib in das Buch. Deutlich. Schreib in das Buch. Wir legen es vielleicht lieber auf den Boden. Die Mitte vom Raum. Warte mal, ich glaube, ich habe den falschen Push-to-Talk-Button. Nee, das hat funktioniert. Ich hab's gehört. What the fuck? Guck, wie viel? 3 immer noch. 5. Ist rot. 5. Nein, okay. Bei mir ist es 3. Hey, bei mir was? Achso, ich hab drauf geläutet, sorry. Okay. Dann hauen wir ab. Wir haben auf jeden Fall EMF-Aktivität, aber es ist kein Beweis. Ja, warte, fuck, der Bewegungsmelder! Matze, platzier den im Raum. Platzier den oben. Alter, wir sind so dämlich. Renn ich eigentlich. Das hier war das. An der Tür vielleicht. Hier direkt unten an der Tür. Wie plante ich den? An der Wand mit C, ja. E. E, F, nee. Das sind Dots. Okay, es ist kein Bewegungsmelder. Das ist quasi ein Fickt euch, ich mach euch fertig, Gerät vom Spiel. Das ist quasi, wenn der Geist physisch hier ist und da durchgeht, dann sehen wir den. Aber nur, wenn wir im Raum sind. Aha.
Also das ist ein Steh hier und lass den Geist auf dich zukommen Ding und ich hasse dich. Schreib in das Buch. Bist du des Wahnsinns? Ich geh dann mal. Man sieht sich, Matze. Danke, dass du die Tür zumachst. Ja, danke, dass du den Geist einfach anschreist live, während wir... Hast du die Garagentür aufgemacht? Ah, nee, ist ja auf. Oh Gott. Ich provoziere den jetzt so mal ein bisschen. Schreib in das scheiß Buch, du Keck. Ist okay. Oh. Hat er was gesagt? Ja, nichts. Alles gut, Matze. Du machst es gut. Du machst es super. Er hat das gar nicht gemacht. Ist richtig ausgeschlagen hier. Er hat das gar nicht gemacht. Also, es ist ein einfacher Geist, aber der hat Aktivität 3. Das ist für einen einfachen Geist quasi 5. Digga, jetzt schreib endlich. Nein, Matze, lebst du noch? Oh Gott! Ich hab so schnell ein Foto geschossen. Jungs, was ist hier los? Matze, hast du ihn? Die Tür ist zu! Oh mein Gott! Matze, ich mach die Tür auf. Ich glaub, ich bin tot. Hat er dich? Ja. Kamen die Hände? Ja, die Hände kamen und ich bin zu. Ja, dann bist du da. Du bist im Geisterland, du bist jetzt in der Geisterwelt. Oh, er hat die Tür wieder zugemacht. Oh mein Gott. Er hat mich ausgesperrt direkt. Okay, Matze, du bist tot, aber... Du hast ein Foto von ihm, warte, das muss ich angucken. Ich weiß es nicht. Good fucking Job, Mann, warte, Fotos. Ich weiß nicht, ob ich ein Foto geschossen habe. Lol, okay, es zählt als Foto vom Geist, aber ich sehe gar nichts. Also ich sehe nur den Schrank, den du fotografiert hast. Deine Ecke ist vielleicht was. Aber 3 Sterne hast du bekommen, also... Warte, was? Okay, warte. Das Foto, wo du random vom Geist gemacht hast, hat 3 Sterne für Fingerabdrücke Abdrücke bekommen, obwohl man sie nicht sieht. Aber das Foto mit der UV-Lampe, wo ich extra gemacht habe, hat nichts bekommen. Aber ist gut, wir haben jetzt hast du auf den EMF geguckt, als du gestorben bist? Nein, weil ich ein Foto machen wollte. Junge, meine Sanity ist bei 43. Alter, aber das war ultra, das ist auf 9, auf 10 raufgegangen, also, instant gejagt. Ich hab gesagt, sag's. Hilft dir das, wenn ich dir sag, wie der aussieht? Die sehen alle gleich aus. Aber weißt du, was mir hilft? Du hast echt gut gearbeitet, weil wir haben zum einen, wir haben Geister-Orbs wegen der Videokamera. Und wir haben, ja, wie sah er denn aus? Ist egal, kannst du sagen. Der sah aus wie so ein Zerstückler. Also der sah aus wie so ein Doktor. Hat er eine Axt? Mit so, hat er eine Axt? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Axt war oder, ja, wahrscheinlich. Eine Motorsäge. Bin ich sicher. Ja. Okay. Also, gut. Das Ding ist, ich werde einen Teufel tun und da nochmal reingehen. Fuck you, warum sollte ich? Es könnte jetzt sein, eine Banshee, eine Hantu oder ein Obake. Weil wir haben jetzt Geisterorbs und die Fingerabdrücke. Die Sache ist, hat er das Geisterbuch beschrieben? Das müsste ich jetzt prüfen. Aber ich bin Feigling, also raten wir einfach. So, genau, was wir haben jetzt. Was kann ich jetzt als Geist noch machen? Du kannst trotzdem noch voten. So, pass auf. Also. Warte, es könnten sein. Pass auf, kannst du mal im Journal unter Geist dann nachgucken? Banshee, Hantu und Obake. Warte. Wo kann ich das was machen? Was die Beschreibung? J. Banshee. Die singende Sirene ist dafür bekannt, ihre Opfer mit Liedern anzulocken. Es wurde festgestellt, dass sie sich ihre Beute aussucht, bevor sie angreift. Stärken. Eine Banshee wird ihr Ziel schwächen, bevor sie angreift. Schwächen. Manchmal kann man das Geschrei einer Banshee mit einem Parabolmikrofon. Ja, das haben wir nicht. Okay. Hey, oh, Matze, übrigens, mir wird gerade klar, eigentlich, ich habe dich umgebracht. Warum? Was hast du gemacht? Der Geist reagiert auf Einzelpersonen, ich habe dich allein gelassen. Oh mein Gott. Ich bin einfach gegangen. Aber ich hab gesagt, Matze, lass rausgehen. Nö, ich bleib hier, ich provoziere den. Der hat wahrscheinlich gewartet. Der hat halt gewartet, bis einer von uns weg ist. Ja, lol. Okay. Obviously. True. Ja. Okay, also Beweise. Fingerabdrücke, Geisterorb, Dots. Warte mal, hast du den im Dots gesehen? Ich weiß nicht, was ein Feld. Das grüne Feld. Ich hab den Geist so gesehen, wie er kam, ja? Das könnte Dots sein. Das ist okay. Merken. So, dann das nächste. Hantu. Gefriertemperaturen. Sind es Gefriertemperaturen mit dem Atem? Ja. Könnte auch sein. Oder Obake. Und der war sehr schnell tatsächlich. EMF 5 hatten wir nicht. Ja, der war sehr schnell. Okay. Also EMF hatten wir keins. Dann ist es wahrscheinlich nicht der Obake. Oder du hast nicht drauf geguckt, oder? Du hattest den nicht in der Hand dabei. Nee. Also wir hatten auf jeden Fall keinen Level 5. Wir hatten so Level 3.
Ja, aber der war ja, als er aktiv war, hast du nicht drauf geschaut, dass das Ding, So, was ja, er das kann gejagt hat. sein. Das kann sein, Siehst du, ja. das ist jetzt übel sauer gemacht. Ich bin, wir sind seit Ewigkeit nicht Maus. Siehst du, dass es geht die ganze Zeit auf 4, 3, 4, 4, 4 schon wieder, obwohl keiner drin ist. Ja, ich hab den halt angeschrien, ne? Ja, du hast ihn beleidigt vor allem. Echt, der checkt das? Okay. Ja, deswegen musst du die Sprache machen. Das ist ein Ja. Mensch. Als ob. Klar checkt er das. Als ob das ein Mensch ist. Die haben halt nachgepatcht, weil es immer so Idioten gibt, die sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, beleidigen wir den Geist ein bisschen, die werden jetzt halt bestraft, ne? Also, Als ob der Keck erkennt. okay. Bestimmt. So, also Obake. Obake sind furchterregende Gestaltenwandler, die viele Formen annehmen können. Man sah sie humanoide Formen annehmen, um ihre Beute anzulocken. Stärken. Bei Interaktion mit der Umgebung hinterlässt ein Obake seltener eine Spur. Schwächen. Manchmal verwandelt sich dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Es könnte ein Was man machen Obake kann, sein. du. Ja, aber wir haben kein Salz für die Fußspur, das ist das Problem. Also wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall Ausrüstung kaufen. Ein Hantu ist ein seltener Geist, der eine kalte Klimazone liebt. Die Kälte scheint sie aggressiver und stärker zu machen. Bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen. Ein Hantu bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Also ich hätte dann gesagt Kannst Hantu, weil da trifft alles zu. Wir du haben sagen, der ist Fingerabdrücke, wir haben langsamer? Geisterobst und wir haben Gefriertemperaturen. Haben wir? Ja? Deswegen, wir haben halt kein Thermometer, wir wissen es halt nicht. Ja, hä, ist er, man hat doch den Atem gesehen. Ja, aber das muss keine Gefriertemperaturen sein. Das kann auch bei 0 Grad sein. Und Gefriertemperatur ist erst unter 0. In dem Spiel. Also, wir können es machen. Okay, sagen wir Gefriertemperatur und das ist der Handtuch. Dann greif mal den Handtuch einen im Buch. Ich weiß nicht, wie ich schon zittere, Hab Alter. ich. Mit dem Controller. Hab ich. Ich hab ihn eingekreist. Junge. Ups, hab ich Das war, durchgestrichen. du hast es zwar gesehen, aber für mich ist es noch schlimmer. Aber ich stehe im Truck im Dunkeln, ich sehe nichts und ich höre deinen markerschütternden Todesschrei. Ich denke so, Alter, was ist da? Und ich sehe nur 10, 9, 10. Ja, Gott, mich ab! Das ist unfassbar. Surreal. Also, wir können jetzt noch mit ihm sprechen, mit der Geisterbox, aber das habe ich noch nie gemacht. Wo? Ja, hier, das ist so ein. Ja. Ja, dann Handtuch, dann schließen wir ab, oder? Dann schicken wir die Ghostbusters rein. Hast du alle Beweise markiert? Geisterorbs und Ding, alles Keine Ahnung, wie geht angekreuzt? das? J. Ich habe Geisterorb, Fingerabdrücke und Gefriertemperatur und da kommt nur der Handtuch raus. Ja, dann klick den Handtuch an. Hab ich, der ist eingekreist. Ja gut, dann ist das da unser Tipp jetzt. Und hoffen wir, dass es ein Handtuch war. Dann fahren wir jetzt. Puh. Was ist, wenn Das nicht? war. Ja, dann kriegen wir weniger Geld. Ach so. Du kriegst also ich krieg jetzt Versicherungsgeld, weil du gestorben bist. Wow. Versicherung zahlt. Das heißt, ich kriege kein Geld. Ganz toll. Doch, bisschen schon. Ah, doch, hier, guck. Finde den richtigen Geistertyp heraus. 10, es war ein Handtuch. Krass. Nachbesprechung. Dachte ich mir schon. Genau, ja, siehst du? Ultra gut. Yo, die XP, ein Level direkt. So, Ich habe 50 € bekommen. Dollar. GG. So, finde den richtigen Geistertyp, haben wir geschafft. Wehre den Geist mit Easy. Räucherdingern ab, nicht? Werde Zeuge eines Geisterereignisses, 5. Finde EMF-Reader, Beweise, 5, auch gut. Knochenbeweis, oh, den hätten wir finden können, damit. Beweise für Ermittlungen, $20, Belohnung mal 1, Fotos, Bonus für ein Foto, auch gut. Und tägliches Ding, 50 fürs tägliche, also insgesamt $95. Ich hab 62, weil ich Weil du gestorben bin. gestorben bist. Kriegst du die Hälfte weniger. Statistiken. Ja, krass, ey. Oh mein Gott. Zurückgelegte Alter, ich hab Strecke. mich so Laber. erschrocken. Zurückgelegte Strecke. 739 Meter. Das bezweifle ich. Im Geisterraum Okay, einfach ein verbrachte Zeit. Kilometer. Geil. Im Geisterraum verbrachte Zeit. 1 Minute 23. Aber das Ding ist, es könnten auch meine insgesamten Statistiken von dem Game sein, aber dann hätte ich in Geisterräumen bis jetzt in meiner kompletten Karriere nur 1 Minute und 20 Sekunden Nee, verbracht. das glaube ich nicht. Im Licht verbrachte Zeit 9 Minuten. Das kann aber auch nicht sein. Dunkeln verbrachte Dann Zeit sage ich 8 jetzt mal Minuten. an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Ich muss mich jetzt erstmal mit meinem Herz ein Für bisschen den, von dem wir machen Schock den erholen. nächsten Part. Ja, ich weiß, ja, ist klar, Das aber nächste Haus. bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss. War Ciao und super tschüss. geil.